So, Freunde, hallo, wie geht's euch? Gut? So, ich bin jetzt hier, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und das sehen wir auch. Hier, da hinten sind die großen Felsen, die ich irgendwie nochmal von nahem betrachten wollte. Und in der letzten Folge, ja, da hat uns ein komischer Vogel angegriffen. Und der hat mir nach und nach immer dann ein paar Beeren geklaut. Das war also kein Fleisch. Hallo? Oh. Fresser, sondern ein Bären. Wow, ich habe zwar damit gerechnet, dass wir vielleicht was finden könnten, aber habe ich halt nicht gewusst. Schneller können wir nicht. Okay, im Moment ist hier nichts Besonderes zu sehen. Kein Hai, kein Piranha. Das ist gut. Aber was sollen wir hier? Hier ist ja eigentlich nichts zu machen. Nach oben kann man nicht. Und hier irgendwas hinbauen. Geht auch schlecht auf Wasser. Es sei denn, man hat einen Floß und dann. Aber. Nee. Nee. Können auch nichts machen. Und sonst ist auch hier gar nichts. Merkwürdig. Und hier unten? Blub, 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 blub. Nee. Hier ist echt nix. Nur eine komische Steinhöhle. Mit nix. Mit viel Wasser. Da ist nix. Ne. Na gut, dann schwimmen wir mal wieder nach draußen. Boah, Alter. Da findet man einen Turm. Was ist oben? Nix. Da findet man hier so eine Art Höhle. Was ist hier drin? Nix. Nur Wasser. Auch kein Geheimnis, keine Schatzkiste oder sonst was. Schade. Na gut. Boah, ich kann nicht schneller. Hopp. So. Na du? Boah, mach ich so einen Staub, Mann. Man kommt da nicht hoch. Das ist schade, dass man da nicht so hoch kann. Woanders könnte man da so schon hochklettern, aber hier geht's nicht. Geht nur hier. So kleine Abschnitte. Aber sonst die ein bisschen größer sind. Kommt man nicht hin. Ne. Boah, ne, bei denen rutsche ich wieder runter. Das ist komisch.
Nee, und sonst höher geht's nicht. Echt komische Steine. Wo die wohl herkommen und warum die so gemacht worden sind. Tja. Und da ist auch nichts. Da oben ist der Turm, da waren wir in der letzten Folge. Tja. Oh, da läuft was Gefährliches. Oh, und noch einer. Die sind aber ein bisschen kleiner, ein bisschen jünger. Ein grüner T-Rex und der andere sieht ein bisschen rötlich aus. Kann aber sein, dass wir auch zu weit weg sind und es deswegen vielleicht so rot aussieht. Gut, da hinten ist nichts. Geh mal wieder zurück. Dann gehe ich mal woanders. Was? Achso, dachte schon, da wäre auch wieder ein T-Rex, aber nee. Sah so aus. Krieg schon Panik hier vor lauter T-Rexe. Oder wie das heißt. Der trommelt sich da ein zurecht. Dam, 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 dam. Ne, kein Vogel da. Das ist gut. Ich habe auch keine Ahnung von Vögeln, also ein paar kenne ich, ja. Ein Rabe kenne ich. Oder eine Taube, die aber trotzdem hören kann. So. Und ich kenne einen Papagei, der alles nachplappert. Meine Gesundheit und meine Nahrung ist noch okay. Ja, 80 haben wir da noch. Also noch mal ein paar Beeren. So, die gelben auch noch, dann sind alle weg. Können wir hier ein paar neue pflücken. Und hier die gelben Blumen, gelben Pflanzen. Ja. Da hätten sich viele, viele Bäume, viel Wald. Wer weiß, was da auf uns lauert. Da bin ich mal gespannt. Hier auf dieser Seite, wo viel grün ist, da haben wir jetzt zwar hier und da einen T-Rex gesehen. Aber ansonsten nichts so Gefährliches. Oh, noch ein paar Fasern und Beeren, grüne, gelbe, blaue, rote und so weiter. Und ein Stein. Guti, dann gucke ich mal, ob wir da gut rüberkommen. Oder ob dort irgendwo Wasser ist. Klar, Wasser ist da, aber ob da irgendwas Gefährliches drin ist. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein Krokodil oder keine Ahnung was. Piranhas zum Beispiel. Was bist du denn für ein Stein? So sieht so komisch aus. Da ist Metall drin. Aber nur einer.
Das hier ist nicht tief, oder? Oh, da ist ein Hai. Da ist ein Hai, Hai. Aber wir sind hier, wo es nicht so tief ist, da kann er eigentlich noch gar nicht hinkommen, ne? Ja, immerhin kann ich hier laufen. Was ist das für Kröte? Eine Schildkröte. Ja. Gut. Ach, Freunde, es macht so viel Spaß, hier mal lang zu laufen im Jurassic Park ähnlichen Erlebnispark oder. Oh, hallo Schaf, wie geht's dir? Level 100. Hier sind ja Schafe. Dann sehe ich euch also immer, wenn ich schlafe. So viele Schafe. Ich würde euch ja gerne halt ein bisschen zahm machen, aber der Weg zu mir nach Hause ist doch ein bisschen lang, also euch kann ich nicht mitnehmen. Da müsste ich hier auch ein Haus bauen und naja, das wäre dann doch. Ihr seid aber alle so hoch. Level 45 und 55 und 100.000 Millionen. Level 85. Ja. Ach Gott, die meckern immer, ey. Level 45. Ich muss hier gucken, ich habe kein Fleisch. Aber im Moment habe ich Bären, das geht noch. Boah. Ich bleibe erstmal hier unten am Strand. Da sind so schöne Bäume, da kann man auch dann schön Holz sammeln. Und das in kurzer Zeit, wie es aussieht. Und dann kann man hier am Strand auch noch eine Hütte bauen. Hier ist viel Platz. Vielleicht kann man denn hier so eine Art Gehege bauen und dann sich da ein Schaf oder zwei halten. Ein Männlein, ein Weiblein. Und dann können die Kinder machen oder sowas. Und wir können vielleicht dabei zugucken, wie die jetzt machen. Ja. Wow. Das ist eine Gegend, die sieht nicht ganz so freundlich aus, aber. Bin ja. Nachher kommt noch King Kong da raus oder sowas, ne? Wer weiß denn sowas? Also. Man weiß ja nie. Ich kenne da eine. Nur aus dem. Schreiben. Möglichen Kontakt oder so. Und die mag den Affen King Kong. Ich ja auch. Also gibt ja auch mehrere Filme und mehrere Affen. Der eine sieht so aus, der andere sieht so aus. Der eine King Kong Film ist gut, der andere vielleicht mal nicht so gut. Einmal gibt es hier King Kong und die weiße Frau und dann King Kong lebt, King Kong kommt zurück oder sowas. Also King Kong gegen Godzilla und so weiter. Ich liebe die Natur. Hier können wir Fasern sammeln. Weiß jetzt nicht warum. Im Moment habe ich da jetzt nicht so das Bedürfnis nach Fasern sammeln, aber hier ist auch so viel Grün, wenn man hier steht, weiß man gar nicht, was dahinter ist. Kann ja vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, auch ein Riesenaffe sein oder ein Waldmensch oder ist das ein Raptor?
Bist du da hinten ein Raptor? Dann komm mal davor, du Raptor. Er steht im Tor, im Tor, im Tor. Das ist der Raptor. Mag es regnen, mag es schneien. Der Raptor lässt keinen rein. Bist du wirklich ein Raptor? Oder sowas ähnliches mit dem Horn. Das ist dann ein Corneo oder irgendwie sowas mit C, glaube ich dann. Dann würde ich sagen, zur Sicherheit bauen wir hier mal so ein Bett auf. Wenn wir hier mal den kaputt gehen, dann könnte ich hier wieder anfangen. Dann lass mal sehen. Was brauche ich denn für so eine Unterlage? Holz brauchen wir jetzt noch. 80 genau und 20 Stroh. Ich könnte aber auch vielleicht nur Stroh nehmen. Dann haben wir nur... Oh, da kommt näher. 6 Holz und 20 Stroh. 6 Holz und 20 Stroh. Der ist ein bisschen zu nah hier, warte mal. Boah. Was? Wie? Hallo? Moment, ich sehe sonst nichts. Wer hat da... Ach, du hast gefühlt. Ey! Lässt du mir meine Sachen da? Wow, wollte gerade sagen, nicht so weit raus aus Wasser, da kommt ein Hai. Und ich kann nicht so schnell schwimmen, das ist ein bisschen unfair. Ah, wir sind wieder am Land. Hallo, Hai. Wow, der da oben gedreht. Hui, dann hätte mich doch ein Hai gefuttert. Das war ja schon mal ein bisschen aufregend. So, wir brauchen nur ganz wenig Stroh und wenig Holz, ne? So viel war das nicht. Dann können wir doch erstmal hier so ein Strohdings machen, denn das Bett da drauf. Das Bett, das kostet auch wieder allerhand Stroh 80 und dann auch noch Leder, das braucht Leder, oh Gott. Und Leder kriegt man hier auch jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke. Holz. Wir nehmen noch mal kurz Holz hier. Moment. So. Hier sind wir zwei Moment überladen. Können, aber... Ach komm, wenn wir schon den Schrank hier haben, dann... Bauen wir den Schrank. Da passen wir rein. Der hat mir Fasern geklaut, ey. Dieser alte Penner. Hier sind die ganzen Klauer im Wald, ey. Was hast du denn für ein Level? 20, aha. Kann ich dich mal hier treffen oder was? So. Oh. Wir können aber den neuen basteln. Dann hau ich ihn jetzt mal mit der Spitzhacke drauf. Alter, der hat doch nur Level 20. Braucht aber lange mit Level 20. So. Die haben ja Leder.
Eimer. Metalleimer. Okay. Ich möchte aber. Da habe ich den Hai gesehen. Oder? Möglich. Okay. Und da hätten irgendwo war das andere Vieh. Dann. Genau, stellen wir den Frank hier am großen Felsen auf. Den großen Felsen sieht man von Weitem. Warte. Wer bist du? Ach so. So, einmal hier. Und dann kann da erstmal alles rein. Vorsicht, ja. Wenn ihr mir nichts tut, dann tue ich euch auch nichts. Ihr seid ja nicht unbedingt Fleischfresser. Warte mal, was macht denn hier mein Lagerfeuer? Ein Feuerstein, zwei Holz. Etwas Steine und etwas Stroh. Haben wir zufällig so viele Steine? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja doch. Dann tue ich mal alles hier rüber, was wir so brauchen. Oder eben nicht brauchen. Feuerstein, glaube ich, war noch mit bei. Und ich weiß das jetzt gar nicht. Ich nehme mal alles mit, was ich habe. Steine. Herstellung. Warte mal. Stroh. Genau, Stroh. Ich habe hier kein Stroh. Das sind nur Fasern. 9. Das heißt noch 3. Hallo. Ich brauche mal eben dreimal Stroh. Bauen. Aua, der war hart. Aber das hat gerade noch gereicht. So. Gut. Dann mache ich erstmal ein Lagerfeuer. Guckt mich doch nicht. So. Da habe ich eine. Was? Was mache ich denn jetzt wieder hier? Habe ich irgendwas gedrückt, was ich gar nicht drücken wollte? So. Dann kommt hier mein Lagerfeuer hin. So. Warte mal, hier habe ich einen langen. Das ist gut. So. Und ja. Die anderen Sachen kommen erstmal wieder weg. So. Gut, dann können wir also auch Fleisch jetzt ein bisschen braten. Wenn wir mal wieder so ein Klauer hier belästigt oder so. Das geht ja mal gar nicht hier. Upsala. Ah, hier geht's ja hoch. Oh, was ist das für ein Bär? Da ist ein Braunbär oder sowas. Der ist natürlich gefährlich. Der frisst mich. Jetzt
könnte natürlich auch dann halt schlauer sein als er und dann hier runterspringen. Oder auch nicht. Okay. Wie direkt sind einmal den einen daher, ja. Bleibst du stehen, ich will dich fressen. Ha, hang, 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 hang. Muss mal aufpassen, dass der Bär nicht hier. Da ist er. Kann der Bär doch mal da runter gehen? Hallo? Nicht. Wow. Jetzt ist er gerade hier. Jetzt jagt er den da, den größeren. Okay. Ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett. Das ist mir zu gefährlich hier. Aber das Bett, das braucht so viel. Das ist ja unglaublich. Warte mal. Bett. Das braucht alleine schon. Keine Ahnung. 40 Leder, ob 60 oder so Stroh, das ist ja einfach zu kriegen, die Fasern auch, aber Halleluja, das heißt sehr viel Holz sammeln, aber wo? Auf der einen Seite da unten ist ein T-Rex und auf der anderen Seite hier oben treibt sich ein Bär rum. Und der Rex kann ja auch dann mal hier hochgelaufen kommen. Da ist der Bär. Eieiei, das ist jetzt natürlich. Ne? Einmal etwas Stroh. Ich denke mal, das Grünzeug müssen wir auch da wegpflücken, weil sonst sieht man ja gar nichts. Okay, Rex ist da hinten. So. Der ist da ganz hinten, der läuft da. Gut. Vor denen haben wir im Moment nichts zu befürchten. Bleibt im Moment nur der Bär. Wow, hier gibt es aber echt viel Holz. Kann mich nicht bewegen im Moment. Wir sind wieder um 18 drüber. Gut, müssen jetzt mal ein bisschen hin und her laufen. Aber wir brauchen ein Bett und dann halt die Unterlage, wo das Bett drauf kommt. Und die verbrauchen halt eben etwas viel Holz. Und Stroh und dann brauche ich auch noch Leder. Das haben wir im Moment nicht hier. Das ist nur Faser. Also brauchen wir auch noch Leder. Und schon wieder drüber. 39, legen die 39 ab. Und das ist so einer wieder. Immer. Ja, Freunde. Für das Bett brauche ich halt Leder, so viel ich weiß. Ja. Das haben wir nicht. Also muss ich gucken, wo ich Leder herbekomme.
So, ich packe noch einmal kurz was im Schrank und dann muss ich hier auch leider aufhören. Nein, das kann man nicht mitnehmen. Das ist natürlich wieder mal. Oh, der Rex kommt. Ah, gerade da unten, wo mein Schrank ist. Na toll. Ah. Okay, Rex kommt wieder raus. Der kann nicht lange schwimmen. Na komm. Das arme Tier, da was der immer noch am Jagen ist. Der kriegt ihn einfach nicht. Halt, bleib doch stehen. Tja. Ich kann nicht laufen. Also. Okay. Und das, ja toll, das ist ein Hai auch noch. Boah, der kommt auch noch. Ja. Voll so ein hoher Level hat der, ey. Das war doch kein T-Rex, das war ein... Ja. Ich bin doch von über Wasser. Da brauchst du gar nicht so... Und jetzt ist der Bär auch hier unten am Strand. Na toll. Der hat Durst, der will wohl was saufen. Was macht denn meine Gesundheit? Ach, die geht ja wieder hoch. Kannst du mal woanders hingehen, Bär? Ich weiß nicht, da welches Level du hast. Kann auch nicht von weitem so gucken. Was hast du denn? 130, ja klar. Level 130, der hat die doch nicht alle. Gut, ich wollte eigentlich jetzt aufhören, aber ich musste noch hier was ablegen. So. Ich denke mal, wenn ich das nächste Mal hier wieder auftauche, vielleicht sind die dann weg oder auch nicht, keine Ahnung. Ich verkrüme mich mal hier nach oben, wenn es geht. So. Genau. Hier sieht mich keiner von denen. So, bücke ich mich. Und dann sage ich erstmal, Speichern ist angesagt und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.